Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in eurem Unifine Controller eine Zone löschen könnt. Oder in dem Fall einen Bereich, wo sich Access Points befinden, wenn ihr mehrere habt. Wir fangen an. Wir melden uns zunächst im Portal an. Das habe ich in dem Fall schon getan. Ich habe in dem Fall die neue Oberfläche und in der neuen Oberfläche gibt es den Punkt noch nicht. Leider haben die das bis heute noch nicht umgestellt, dass das möglich ist. Also die Funktion gibt es leider nur in der alten Oberfläche. Ich zeige euch jetzt, wie ihr einmal in die alte kommt. Geht einmal auf System, scrollt dann runter und bei Erweitert könnt ihr dann von Schnittstelle, ich habe das in dem Fall jetzt auf Deutsch umgeändert, man kann das auch später wieder in Englisch ändern. Englisch ist meistens besser, weil die deutsche Übersetzung eher schlecht als recht ist. Geht dann auf Legacy, sagt dann deaktivieren, möchte ich wirklich. Dann haben wir die alte Übersicht hier wieder und dann gehen wir einmal auf Zahnrad. Wir sehen, das ist meine Zone, die möchte ich gerne löschen und gehen runter und können hier Delete Site machen. Diese Site oder Zone gibt es nur in der alten Oberfläche, in der neuen gibt es das leider nicht. Wir gehen einmal auf Delete Site, gehen auf Confirm. Dann dauert es ein bisschen und dann wechselt man automatisch in die Default-Zone. In meinem Fall, ne, habe ich die Import-Zone genannt. Ja, das war es schon gewesen. Bei Fragen in die Kommentare von Daumen hoch, ich auch freuen. Dankeschön.